Miau, willkommen zurück zu Alien Isolation. Wie ihr unschwer erkennen könnt, für mich immer noch die gleiche Session. Ich wollte eigentlich einen neuen plüschigen Gefährten auswählen und dachte an Pikachu. Moin, moin, meh. Die gute Silke, da ich auch heute mein Linkechu-T-Shirt anhabe. Aber Pikachu bleibt nicht auf meiner Schulter sitzen, also muss er hier vom Rande zusehen. Ich bin quasi erstmal wieder auf mich allein gestellt. So, erstmal was trinken. Neue Woche, neues Glück, wir legen direkt los. Wir suchen immer noch einen Weg hier raus. Vorbei an den Androiden. Ich laufe gar nicht erst dahinter. Was soll denn das? Da werde ich nur gesehen. Und die Androiden kommen wenigstens nicht hier rein. Moment, was? Ich dachte, ich konnte hier noch was mitnehmen. Okay. Mit Schrott sind wir also wieder voll. Wir haben aber auch von allem viel zu viel. Ich glaube, ich muss bald mal wieder lustige Dinge benutzen, um zu sehen, was sie so machen. Na gut. Wer wünscht sich das Alien zurück? Alle, gell? Mhm. Oh cool, wir haben wieder Elektroschockladung. Und wo sind wir denn jetzt? Okay, sieht eventuell nicht schlecht aus. Seltsame Musik, sollte die jetzt schön sein oder nicht? Oh Gott. Wenn er mal die Schnauze hält, lasse ich das hier abspielen. Das haben wir mitbekommen. An alle Einwohner von Sevastopol, die Stilllegung der Station ist im Gange. Bitte lesen und beachten Sie folgende Punkte. Ein Vermessungsteam befindet sich auf Sevastopol, um den Stilllegungsprozess einzuleiten. Bitte zeigen Sie sich Ihnen behilflich. Wir verfügen über ausreichend Nahrungs- und Medizinvorräte. Die Flugbahnänderung des Versorgungsschiffs hat keine Auswirkung auf Ihre Lebensqualität. Sollten die Vorräte dennoch zur Neige gehen, kann es zu Rationierungen kommen. Vorratshortung und illegaler Handel werden nicht geduldet. Bitte melden Sie verdächtigte Aktivitäten dem Sikhsen Sicherheitsdienst, der in Zusammenarbeit mit den Global Marshals Nachforschungen anstellen wird. Ein Unterbringungsdienst für die Bevölkerung wurde eingerichtet. Wir unterstützen gerne beim nächsten Schritt, tragen jedoch keinerlei Kosten. Benötigen Sie finanzielle Hilfe, empfehlen wir den Sikhsen Kreditdienst. Die Stilllegung ist endgültig, Sie müssen umziehen oder mit einer Zwangsräumung rechnen. Ja, offensichtlich hat das mit den Vorräten nicht geklappt. Was ist dein Plan? Hey Mart, vermutlich hast du mittlerweile von der Stilllegung der Station gehört. Was ist dein Plan? Ich habe ein paar Kontakte, die mir Arbeit verschaffen können. Ich kann dir nichts versprechen, aber vielleicht finden die für dich auch was. Die haben mit der Schließung der Geschäfte in der Galerie angefangen. Dein Laden ist noch vom letzten Jahr zugenagelt. Tut mir leid, dass du ihn verloren hast. An dir klebt das Pech. Hörst du noch von Margaret und den Kindern? Vielleicht solltest du sie besuchen, wenn du von Sevastopol abhaust. Sag Bescheid, wenn ich mich für dich umhören soll, Gillen. Blythe, wir müssen diese automatischen Hausmeister irgendwie ausschalten. Sie gefährden die Sicherheit. Wann immer die ihre Putzrunden drehen, besteht das Risiko, dass sie die Kreatur einen Weg öffnen oder Plünderer reinlassen. Oder uns den Weg zeigen. Ja, so we got that going. Was ist hinter dieser Tür? Jetzt sind wir wieder. Wir müssen nur irgendwann mal ankommen. Immer nur diese komischen Gänge hier.
auch wenn seine Augen nicht rot leuchten, habe ich ganz einfach kein Interesse daran, da zu nah hinzugehen. Wenn Schlagen nicht ausreicht, habe ich nämlich plötzlich wieder keine Elektroschockladung. Mist. Ich sehe Blut, es ist ein Mensch, kein Android. Hier waren wir schon, ach Mist. Tja, finde ich wohl den Ausweg nicht wahr. Bin ich doof, ey? Scheiße. Ich gehe doch mal zu dem Android. Oder hier? Nee, hier waren wir doch. Okay, wir können hier im Kreis laufen. Finde ich nicht cool. Zu viele Wege, die alle identisch aussehen, wo ich mir dann nicht merken kann, was der richtige sein könnte. Das hier habe ich auch schon mal versucht. Tut mir leid, dass ich hier renne, falls wir erwischt werden, aber hier ist alles so gleich und ich laufe im Kreis, eventuell. Wäre ja der letzte Speicherpunkt gar nicht so schlecht für einen Neustart. Okay, vielleicht habe ich mich hier nur für den falschen Weg entschieden. Speichere ich halt nochmal hier. Auf jeden Fall ist im Moment keine Gefahr da. Man bräuchte mal so einen Hilfelock, wenn man hier einfach nicht weiterkommt. Warum können die uns eigentlich nicht mit den anderen verbünden, die uns nicht umbringen wollen? Das verstehe ich nicht. Ich finde den Durchgang nicht, den wir brauchen. Na gut. Viel zu weit weg. Quatsch, das wollte ich nicht. So, von hier und dann. Die Stationstrennungssequenz. Ach, halt die Schnauze. Abgeschlossen. Wir bedanken uns für Ihre Geduld. Ja, ja, ganz toll. Orientierung ist gerade nicht mein Ding. Geht die da nicht auf? Dass wir jetzt Strom wiederherstellen, leckt mich doch, ey. Da die Tür geht jetzt nicht. Das war unser Problem. Wie finden wir denn einen anderen Weg? Du hast so viele Sachen. Da würde vielleicht einfach mal eine Bombe nützen. Okay. Ich versuche jetzt immer mal da links zu bleiben. Wir müssen doch irgendwann in dieses verdammte Marshallbüro kommen. Okay, hier geht's nicht. Die geht auch nicht auf. Von einem anderen Stockwerk dann bestimmt. Hier ist noch einer.
Können wir nicht dadurch? Hier ist aber auch gar keine Tür für uns. Das da links wird, glaube ich, schon wieder zu weit weg. Ich glaube nicht, dass wir da lang müssen. Da kamen wir runter. Das geht nicht auf. Das ist auch nicht, da liegt auch überall Schrott davor, okay. Die Gefahreneindämmungsstufe auf Sevastopol wurde kürzlich erhöht auf Omega. Bitte warten Sie auf weitere Anweisungen. Ich schau das mal dran. Immer wieder neu. Wie Eichhörnchen. Himmelsrichtung. Bringt mir nur eventuell von dem Wegen her gar nichts. So, genau. Zu Versorgungskorridor. Ich versuch's jetzt da, wo dieser verdammte Android davor liegt. Und zwar war das nicht hier, es war ein Stockwerk tiefer, meine ich. So, was passiert? Da, oh mein Gott. War so klar. Es war absolut klar, zu 100%. Aber das hier habe ich übersehen die ganze Zeit, weil ich da nicht hingegangen bin. Ihr habt es bestimmt schon gesehen und schreit schon seit 3 Parts. Ich kann es euch nicht verübeln. Ja, immerhin. Haben wir es jetzt. War das nicht da, wo unsere Crew war? Doch, wir haben es geschafft. Haben wir am Terminal was Neues? Ne, das haben wir alles schon mal gelesen. Das haben wir uns auch schon angehört. Hier haben wir auch schon rausgeschaut. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind da. Was passiert jetzt? Ist noch jemand hier? Tja, scheiße. Ich weiß nicht, wer es war. Was ist mit Marlow? Hier haben wir unseren geilen Flammenwerfer geholt. Marlow ist nicht mehr da. Auf und davon ist er. Leider ist auch sonst niemand mehr von unserer Crew da. Auch die Verletzte nicht. Tja. Scheiße, wa? Aber da sitzt noch jemand. Hier, an dem waren wir auch schon mal, ne? Erste Falle beseitigt. Wait, seine Falle ist aus dem Weg. Die Kreatur hat Sprengkörper im Habitatturm ausgelöst. Ich glaube, das haben wir schon alles vorgelesen. Okay, das ist 1-2 Wochen her, meine ich. So, wer lebt noch? Hi. Sieht ja schön aus hier. Rip. Rip, sie sind alle tot. Die Androiden haben sie abgeschlachtet. Warum zur Hölle? Ich habe keine Ahnung. Aber Samuels weiß, glaube ich, mehr. Samuels? Warum? Er sollte für Waits of Apollo zugreifen. Ich muss ihn finden. Haben Sie Taylor oder Marlow getroffen? Nein. Die sind nicht hier. Okay. Ricardo? Ricardo, wenn ich nach Samuels suche, können Sie hier den Laden schmeißen? Ich brauche Augen und Ohren. Ich werde nicht hierbleiben. Ricardo, ich brauche Ihre Hilfe. Können Sie auf der Station bleiben und mir Deckung geben? Ricardo! Ja, okay. Selbstverständlich. Warten Sie dort, verschließen Sie die Türen und lassen Sie niemanden rein. Passen Sie auf mich auf. Ich komme zurück, um Sie zu holen. Okay. Ich gehe nochmal speichern, dann wissen wir jetzt, wo morgen was wir zu tun haben. Immerhin lebt wenigstens einer noch. Ich hoffe, er überlebt auch bis zum Ende. Und ich hoffe, wir überleben auch bis zum Ende. Zurück zum Simet-Turm. Okay. Vielen Dank fürs Zusehen. Hinterlasst ein paar Kommis, würde mich sehr freuen. Bis morgen.